Die Post ist da! Wie komme ich jetzt hier wieder rein? Ist das hier noch Stein? Das ist aber ganz rutschig. Ich wollte mein erstes Moped zusammensparen und war auf der Suche nach einem Job, wo ich irgendwas mit dem Pkw machen kann, um da auch ein bisschen Pkw-Praxis zu bekommen, weil ich hatte halt nur Lkw und kam dann auf die Deutsche Post. Das war so für mich eine schöne Firma, die hatte einen schönen Arbeitsplatz, unmittelbar am Marktplatz in Lübben. Dann habe ich gedacht, okay, bewirbst dich halt für die Telegrammzustellung. Dann musste ich eine Probefahrt machen mit einem Postangestellten auf einem Trabant P601 und ich kam mit der Handschaltung überhaupt nicht zurecht und bin dann fast aus der Kurve geflogen, noch kurz vor dem ersten Telegramm. Und er meinte dann, junger Mann, das lassen wir mal lieber, aber vielleicht kannst du ja Post zustellen. Ganz klassisch mit dem Fahrrad und zwei großen Packtaschen drauf. Guten Morgen. Ja. Ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht, dass die Saison startet. Ich meine, das Wetter ist jetzt so, hält sich noch ein bisschen bedeckt, aber die letzten Tage war ja schon so tolles Wetter. Man hat gesehen, wie die Natur erwacht und ich bin richtig kribbelig schon gewesen. Jetzt geht es wieder auf den Kahn und ja, freue mich drauf. Mein Name ist Jens Rieberkin, Ihr neuer Postbote. Er hat ja Posterfahrung. Ja. Welche Tricks und Kniffe kriegt er noch verraten? Das verrate ich jetzt nicht. Postgeheimnis. Genau, Postgeheimnis. Okay. Das Schöne an der Strecke, erstmal bin ich 8 Kilometer täglich unterwegs und das Schöne an der Strecke ist, jetzt zum Beispiel im Frühling, jeden Tag eine andere Sicht auf die Natur zum Beispiel. Immer nette Menschen dabei, schöne Briefkästen. Mir macht die Arbeit Spaß.